Und damit herzlich willkommen zurück zum The Order 1886 Let's Play in Finchys Welt. Wir befinden uns im indischen Haus, also im hier im Dingsbums Haus, im Haus indischen. Ach, ihr wisst, wo wir sind. Wisst ihr besser als ich wahrscheinlich. Und wir haben uns gerade mit Lucan, er war etwas skeptisch, haben wir uns aber dann trotzdem den indischen Leuten angeschlossen. Wachen! Im Hof! Im Hof! Und jetzt wird wieder geballert. Okay. Ui, 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 ui. Scharfschütze. Wo? Wo ist er? Schmarrn kaputt. Da unten, der ist es, oder? Komm hoch. Alter. Wie fällt denn der auch aus? Ja, ich glaube, wir sind ja gerade dabei, eine Mega-Verschwörung aufzudecken. Scharfschütze jetzt ausgeschaltet, sehr gut. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal eine andere Waffe nehmen. Ja, was? Einer von ihnen hat ein Termitgewehr. Der da wahrscheinlich. Ja, ja, ist ja gut. Dann ballert ihr doch auch mal, Mann. Ich baller hier immer alleine irgendwie. What? Zum... Alter. Ja, komm. Den nächsten. Ich möchte... Wie könnte ich denn hier nochmal eine verdammte Handgranate schmeißen? Okay. Wie war denn das? So war das. Schmeißen wir einfach mal da runter. Alter! Wow! Und eine Granate da hinten hin. Boah, wenn dieses Termit geflogen kommt, das sieht so kaputt aus, ey. Wo ist das blöde Termitgewehr? Da unten. Wo ist er? Meine Güte, ich hole mir selber mal so ein Teil hier hin. Mäh. Jetzt geht's rund hier. Fanta Penis. Wo bist du? Ohne Goldtrophäe haben wir auch noch bekommen. Ist das schön. Wo ist der? Wo ist er? Der miese, fiese. Okay. Ich möchte aber die andere Waffe wieder haben. Wo ist sie? Hier. Habe ich da überhaupt noch? Da habe ich keine Munition mehr für. Verdammt. Nehmen wir eben das Termitgewehr mit. Ich hoffe, wir finden da jetzt Munition für. Und... Ja, los. Rein da. Bam. Die Bibliothek ist gleich da hinten. Was machen wir denn da? Erstmal machen wir Pause oder was? Warum gehen wir jetzt hier außen rum? Bescheuert. Komm, hier ist doch bestimmt jetzt die Bibliothek. Okay. Was passiert jetzt hier? Irgendwas Krasses bestimmt. Bibliothek durchsuchen. Achten Sie auf Ladelisten, Bestellungen. Warenverzeichnisse. Alles, was die Kompanie mit den Halbblutlieferungen verbinden könnte. Okay. Wie sollen wir das alles durchsehen? Ganz ruhig, Finlay. Die Musik ist cool. Sie passen auf, während wir Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass diese Musik wieder von der GEMA erkannt wird und das Video das wieder gesperrt wird. Das hatte ich schon mal. Ja komm, da ist doch was. Nochmal die Zettel da. Diese Animation ist immer gleich, ey. Dich. Erstickungsgefahr. Denn ich hatte schon ein paar Mal, dass Videos von The Order gesperrt wurden, weil halt die Musik urheberrechtlich geschützt ist. Was ja klar ist, es ist alles urheberrechtlich geschützt irgendwie, aber halt so, dass ich da das Video nicht hochladen konnte. Dann musste ich das extra entfernen über diesen YouTube-Button, damit man, weil ich kann es ja im Programm nicht rausschneiden. Das ist ja halt eine Audiospur.
Musik und Effekte im Spiel und so ein Kram. Das heißt, wenn da Musik im Hintergrund läuft, so wie jetzt gerade, dann könnte ich es natürlich leiser machen, klar. Aber wenn das mitten bei einem Gespräch ist, in einer Videosequenz und da kommt Musik, das ist natürlich ein bisschen doof. Und das hatte ich halt schon ein paar Mal. Ist hier irgendwas? Wahrscheinlich hier hinten. Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Zeige Ihnen Blumen. Deswegen hoffe ich nicht, dass das jetzt schon wieder so ist. Wir finden nichts. Er nimmt doch da diese Rolle. Aha. Das sind wahrscheinlich alles Sammelsachen, die wir für irgendwelche Trophäen sammeln müssen, wie ich aber bisher alle nicht geholt habe. Wahrscheinlich jetzt hier, oder was? Nein. Ah, sie hat was aber. Ein fettes Buch. Ist doch von Lord Avenger das Tagebuch von früher, oder? Ich wusste immer, dass da irgendeine Verschwörung hintersteckt. Ritter, bei Ritter! Hier drüben! Ritter. Das sollten Sie sich ansehen. Dies sind die Lieferungen in mein Heimatland. Wenn man diesen Büchern glauben kann, hat die Kompanie jetzt in jedem indischen Staat eine Basis. Hier, die Ladung der Agamemnon. Bestimmt für die amerikanische Ostküste. Und drei weitere Ladungen auf der gleichen Route. Die Hermes Oceani kommt als nächstes. Sie sticht in 6 Wochen ins See. Wo ist Finley? Was passiert hier jetzt? Hauptsache, wir sind jetzt hier in einem ganz engen Raum und haben nur dieses fette Termitgewehr dabei. Okay. Das war Finley. Und das ist verdammt nochmal Luken, oder was? Nein. Ein Penis. Wer ist das? Lord Hastings. Aha, ich wusste es doch. Lord Hastings ist ein Vampir. Glauben Sie mir jetzt? Er steckt hinter all dem. Die Morde in Whitechapel. Die Halbblüter. Vereintes Indien. Alles sie. Jacob Van Eyck. Oder wie die Schreiberlinge der Fleet Street mich so nett genannt haben. Jack the Ripper. Zu ihren Diensten. Er sieht doch schon aus wie ein Vampir. Und er wusste mit Sicherheit davon, oder? Vielen Dank, Sir Lucan, für diese Störenfriede. Kümmere dich um sie. Und enttäusch uns nicht. Du. Was für ein Zufall, finden Sie nicht, Sir Galahad? Die Rebellenanführerin gefasst und einen Verräter entdeckt. Alles auf einen Streich. Der Verräter sind Sie. Wie bedauerlich. Alistair, wie konntest du... Vergib mir, Bruder. Ich diene zuallererst meinem eigenen Blut. Deinem Blut? Schnell! Achso. Was zum Teufel? Ach, deswegen sind wir... Oh, oh. Natürlich bin ich am Anfang gefangen genommen gewesen, nicht wahr? Was zum Teufel? Also ich hab mir schon gedacht, dass Lord Hastings der Obervampir-Man ist. Aber dass er da auch mit drin steckt, das hatte ich jetzt nicht gedacht.
Ganz ehrlich. Bleib stehen, du Arsch. Kopf. Dann stecke ich den Kopf in deinen Kopf. Oh, oh. Alter, schon wieder diese Kackteile. Okay, Lykana. Da kommt einer. Da kommt einer. Ich bin mitten in der Videosequenz. Okay, das. Uiuiui. Das war knapp. Wo ist er? Der Drecksack. Da hinten ist er. Alter, nein. Fickteil, bleib stehen. Nachladen, nachladen. Wo kommt er? Kommt er schon wieder von da? Nein, der kommt natürlich von da. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Bleib stehen. Er kommt aber jetzt von da. Nein, er kommt wieder von da. Ich mach dich zum Moos, du Scheißkerl. Nein. So. Noch einer? Verdammt. Na, schnell, schnell, schnell. Und zack. Der Jäger. Der Jäger. Nicht der Neger. Der Jäger. Verfolge Luken. Wo ist er hin? Halt. Munition. Oh, verdammt! Ritter, hier ist die Fassade. Uns wurden mehrere Eindringlinge beim vereinten Indienhaus bestätigt. Nix da. Die Metropolitan Police wurde angewiesen, sich bereit zu halten. Bin ich ja noch richtig? Ich vermute doch mal schon. Nein! Falsch gedrückt! Alter! Oh, meine Zähne! Ich hab falsch gedrückt! Verdammt! Nein, falsch gedrückt schon wieder. Das ist doch behindert, Alter. Ja, und wir sind mit einem Mal tot, weißt du? Oh Gott. Das ist ein Vampir. Oder ist das ein Lykaner jetzt? Ich hab's nicht gecheckt gerade. Wie kommen so Blödsinn jedes Mal die Dinger verkacken hier? Wir schworen einen Eid. Aber. Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie die Tür. Okay. Galahad, bleib wo du bist. Moment, ich kann's erklären. Ich sagte, keine Bewegung. Stecken die Daumen drin, oder was? Bitte nicht. Sie kommen rechtzeitig. Uns wurde eine Ruhestörung gemeldet. Ja, Sir Galahad stürmte hier mit einer Bande Rebellen rein, mit der Absicht, mich zu töten. Das ist eine Lüge. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Sir Galahads Komplizin war eine Frau. Und zwar die Anführerin der Rebellion. Sie konnte uns entkommen. Nicht für lange. Befehlen Sie den Wachen, sofort wegzutreten, Lord Hastings. Wir sorgen für die Ergreifung der Rebellenanführerin. Izzy, hör auf mich, du machst einen schweren Fehler. Sir Percival, nehmen Sie den Eindringling in Gewahrsam. Stimmt, er ist ja jetzt Percival. Es tut mir aufrichtig leid, dass Sie das tun müssen, Marquis. Nicht mehr als mir, Monsieur. Schafft ihn mir aus den Augen. Was ist mit der los? Glaubt ihm doch mal einer, bitte. Ich danke Ihnen, Lady Igraine. Eine Pisse. Ihr Einschreiten war wirklich ein äußerster Glücksfall.
Wir erledigen hier nur unsere Pflicht, Lord Hastings. Nun, wie dem auch sei, Milady, Sie sollten diesen Verräter gut im Auge behalten. Rechnen Sie damit, dass man Sie vor den Rat rufen wird. Man benötigt Ihre Zeugenaussage. Ich stehe den Rittern Ihrer Majestät jederzeit zur Verfügung. Du Bastard. Okay, ich würde sagen, haben wir es doch nicht alle kommen sehen? Also ich schon für meinen Teil irgendwie. Wie gesagt, nicht, dass Lucan mit da drin hängt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass Lord Hastings da so irgendwie so ein bisschen mit diesen anderen, mit diesen, die wir die ganze Zeit bekämpft haben, da zusammen macht. Aber nicht, dass auch noch wirklich welche vom Rat mit da drin sind. Und dann auch noch Lucan ist natürlich schon ein hartes Stück. Starkes Stück. Naja, jetzt will ich aber gucken, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Ich denke, wir sind bald am Ende angekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.